Ich hatte schon immer den Drang, auf die Bühne zu gehen. Ich wollte unbedingt etwas machen, was mich glücklich macht. Mein Wunsch danach war so groß, dass ich das irgendwie immer vor Augen hatte. Und dass es jetzt wirklich so kommt, das ist einfach ein großes Geschenk für mich. Das ist vielleicht die Zeit meines Lebens. Immer wenn ich in Rom bin, dann muss ich ein bisschen meine Sehnsucht nach meiner zweiten Heimat stillen. Es ist für mich extrem wichtig, regelmäßig nach Italien zu kommen, nach Rom zu kommen, denn ich möchte schon, dass meine Kinder wissen, wo ihre Wurzeln sind, wo sie herkommen, wo Oma und Opa herkommen, die sie ja so sehr lieben. Und mein Sohn, der ist jetzt 13, meine Tochter, die ist 8. Und es ist für mich wichtig, dass sie eben es fühlen, wo man herkommt. Und das ist Brasilien mit Janaína, das ist aber auch Italien mit dem Papa. Und das muss man den Kindern immer und immer wieder zeigen und erklären, denn ich glaube, wenn man weiß, wo man herkommt, dann versteht man ganz viel in seinem Leben. Mein Zuhause ist ganz klar Deutschland, aber Rom ist auch meine Heimat. Ich habe hier jahrelang gelebt. Mein Papa kommt von hier. Ich habe hier Freunde, Verwandte und ganz, ganz viele Erinnerungen vor allem. Als Kind habe ich hier auf der Piazza Navona Fußball gespielt. Ja? Wir haben uns getroffen am Abend, 6, 8, 10, 12 Kinder. Ein Tor war diese Parkbank zum Beispiel, das andere Tor war diese Parkbank. Und dann haben wir über die ganze Breite Fußball gespielt. Manchmal haben sich Erwachsene dazu gemischt, meine Schwester hat mitgespielt. Es war eine schöne Erinnerung, eine schöne Zeit. Und es war alles sehr unbeschwert, locker. Dann ist der Ball mal reingeflogen zur Pizzeria oder rüber ins Café. Dann haben wir schnell geholt, haben uns kurz ein bisschen eine kleine Ansage abgeholt vom Kellner. Aber es hat Spaß gemacht. Man war unbeschwert, jung und frei. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich bin geboren in Hechingen, das ist auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Da sind meine Eltern damals hingezogen mit ihren Familien, haben sich irgendwann kennengelernt, nach circa 10 Jahren, nachdem sie da gelebt haben, und sind dann praktisch ihr ganzes Leben schon zusammengeblieben. Und die haben sich entschieden, meine Eltern in jungen Jahren, ein Restaurant zu eröffnen, eine Pizzeria, haben ihr ganzes Geld zusammengekratzt von der Arbeit, die sie da gemacht haben, und haben dann irgendwann eine Pizzeria eben aufgemacht. Und das war dann unsere Heimat. Nee, ich habe immer gesagt, Giovanni, geh du in die Schule. Lehre mal. Habe ich gesagt, mach du eine Ausbildung. Und das hat er auch gemacht als IT-Systemkaufmann. Und dann ging er zum Hugo Boss im Internationalvertrieb. War er, aber ich habe immer gesagt, werd kein Gastronom. Das ist zu viel Arbeit. Ich habe gesagt, mach nicht das, was wir gemacht haben. Ich war eigentlich in Hechingen, bis ich ein junger Teenager war. Und dann haben wir gesagt, oder meine Eltern haben sich entschieden, wieder nach Italien zurückzugehen, wie eigentlich alle Gastarbeiter das irgendwann sagen, dass sie wieder zurück in ihre Heimat gehen. Und wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass wir doch nach Deutschland gehören. Und bei mir gibt es drei ganz, ganz wichtige Bausteine, drei ganz wichtige Elemente in meinem Leben, auch das sind meine Säulen des Lebens. Es ist die Familie, es ist Fußball und Musik. So einfach ist das Ganze. Und Fußball und Musik war eine Zeit lang tatsächlich so eine Passion beides, dass ich nicht wirklich wusste, was liebe ich mehr, was würde ich lieber machen mein Leben lang. Das hat sich immer so ein bisschen die Waage gehalten, bis dann irgendwann natürlich die Musik total durchgebrochen ist. Aber ein Grund, weshalb wir damals nach Italien gekommen sind, war, dass ich eben Fußball spielen sollte in Italien bei der Roma. Und dass ich monatelang hier bei den Giallorossi, bei den Gelb-Roten, trainiert habe, mich angeboten habe, mitgemacht habe. Und das war eine unglaublich spannende Zeit. Und es war dazu noch mein Herzensverein, also wirklich ein Kindeswunsch, die Gelb-Roten Farben zu tragen. Und der Traum, vielleicht könnte ich Profi werden. Das war unglaublich.
Ich hatte tatsächlich nicht den Traum, berühmt zu werden oder ein Star zu werden. Oder ich hatte auch nicht den Traum, ich möchte, dass die Leute mich anhalten für ein Foto oder mich erkennen. Mein Traum war wirklich, es ist total unfassbar eigentlich gewesen für das junge Alter. Ich wollte einfach immer das machen, was mich glücklich macht. Und ich wusste irgendwie, Musik macht mich glücklich und Fußball macht mich glücklich. Und wenn ich schon als Kind oder als Jugendlicher Dinge gemacht habe oder an Dinge gedacht habe, die ich machen könnte, die mich nicht glücklich machen würden, hat mich das total frustriert. Also ich wollte unbedingt etwas machen, was mich glücklich macht. Und alle klatschen! Mein ganzes eine laute Stimme. In eins, in zwei, in eins, zwei, drei, go! Dammi, accorda una notte, sei bella. Ich vermisse dich drauf. Ist das schön. Habt einen guten Abend. Ist mir so wichtig. Ist mir so wichtig. Ragazzi, als die Leute damals zum Essen kamen, ich als Teenager in tolle Stuben gearbeitet. Buonasera, Herr Löffler. Buonasera, Signorina. Man wollte die Leute nach Hause schicken mit einem guten Abend. Egal wie gestresst sie von der Woche waren. Die Gäste sollen glücklich nach Hause gehen. Und mir ist es das Allerwichtigste, dass ihr heute glücklich nach Hause geht. Dass ich euch einen schönen Abend schenken kann. An jedem Talentwettbewerb, der irgendwie im Umkreis von Stuttgart war, in Baden-Württemberg, war ich dabei. Ich hatte versucht, an Plattenfirmen zu schreiben, Songs aufzunehmen. Jeden Cent, den ich bei meinen Eltern beim Job mit der Pizzeria verdient habe, habe ich in Aufnahmen reingesteckt. Habe das an Radiostationen geschickt, an Plattenfirmen, total planlos eigentlich. Ich wollte aber unbedingt, dass viele Menschen mitbekommen, dass es da einen gibt, der hoffentlich Talent hat, aber vor allem auch ganz viel Lust auf Musik. Und dann gab es eben diese eine Möglichkeit, eine weitere Talentshow, das war damals Popstars 2001, wo es eben das große Casting gab. Zum ersten Mal wurden in Deutschland im TV Männer gecastet für eine Musikband. 2000 waren sie No Angels, eine reine Girlband. 2001 dann endlich die Chance für Männer auch zum Casting zu gehen. Und ich habe die Chance ergriffen und ich hatte das große, große Glück, von diesen 30.000, 40.000 Teilnehmern zu den wenigen zu gehören, die in diese Band kamen. Wir haben ja nicht nur Stimmen gesucht, ja, wir wollten ja keine Radioshow machen, sondern wir haben Personalities gesucht. Und das hatte Giovanni damals schon in sehr, sehr jungen Jahren. Der hatte eine gute Stimme, hat aber auch eine Form von Charme gehabt und war irgendwie so unser italienischer Charmbolzen. Und das hat uns damals schon sehr gut gefallen und das hat als Farbe zum Schluss halt auch sehr gut in die Band gepasst. Hallo, hier ist der Giovanni. Zusammen sind wir Broses! Wir haben uns natürlich bei einer von den Castings bei Popstars damals kennengelernt und als die Gruppen immer kleiner wurden, ne, dann haben wir uns intensiv sozusagen kennengelernt und wir haben uns wirklich lieben gelernt. Und ich muss sagen, Giovanni war immer für die Gruppe da. Der hat immer Broses vor sich die ganze Zeit und hat immer wirklich über alles gekümmert. Es war ein Daueradrenalinschub, der ging 4 Jahre lang. Vor allem die ersten 2, 3 Jahre waren total verrückt, weil auf einmal stand man auf der Bühne. Plötzlich waren diejenigen Kollegen, die vorher Vorbilder für einen waren, mit denen stand man auf einmal als Kollegen auf der Bühne. Und zuvor waren das meine Vorbilder. Und jetzt durfte ich auf einmal neben ihnen stehen. Und bei einer Preisverleihung, beim Bambi zum Beispiel, da hat Barbara Schöneberger moderiert. Michael Jackson hat seinen Bambi bekommen fürs Lebenswerk. Thank you.
Jackson zu treffen. Geil! Jackson zu treffen ist auf eine Ebene zu stellen, wie ein Bambi zu gewinnen, glaube ich. Und wir als Broses bekommen den Bambi, den Oscar Europas für die beste Band Deutschlands. Das ist schwer zu begreifen für so einen jungen Menschen. Das ist schwer zu verarbeiten, im positiven und auch im negativen Sinne. Okay. 2005 bis 2008 war so die schwerste Zeit meines Lebens, das kann ich glaube schon so sagen. 2005 hat sich Broses aufgelöst, die Band aufgelöst, und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich wusste, dass ich weiter Musik machen möchte, ich wusste, dass ich das liebe, was ich gerade getan habe. Ich hatte aber keine Ahnung, wo ich anknüpfen soll, mit wem ich sprechen soll, wie nehme ich alleine eine Platte auf. Ich hatte einfach es total vermisst, in dieser Zeit zu netzwerken und mir Kontakte aufzubauen, weil ich wirklich so naiv war zu denken, das, was jetzt gerade passiert, das bleibt für immer. Ich dachte wirklich, meine fünf Kollegen und ich, wir haben uns jetzt gefunden, wir bleiben jetzt 50 Jahre zusammen, bleiben für immer Broses und glücklich. Und dann war es eben nicht so. Und diese drei Jahre waren eine schwere Zeit. Und glücklicherweise habe ich ein unfassbares Elternhaus. Ich glaube, das ist auch das Glück meines Lebens, ist es, in diesem Elternhaus geboren zu sein. Wir waren immer da für Giovanni. Ich habe immer gesagt, mach dir keine Sorgen, es kommt schon bessere Zeiten, Giovanni. Wir sind immer für dich da, falls was ist. Und das stärkt jemanden, wenn du weißt, okay, mir kann ja nichts passieren. Ich habe ja meine Eltern hier, ich habe meine Familie. Und das ist schön. Das haben wir immer gesagt, wenn wir haben ihn gesehen, war ein bisschen traurig oder so. Man merkt so Muttergefühle, wie ein Sohn sich fühlt, wenn was ist. Die Geburt meines Sohnes 2008 im September war für mich wirklich der Game Changer. Ich habe mir, aber nicht weil ich, gedacht habe, jetzt macht wieder alles Sinn, sondern weil ich mir dachte, ich will, dass er auf mich stolz ist. Das ist deine Ecke hier. Schau mal, Schatz, guck mal. Da saßen wir auf der Treppe, bei unser erstes Knüpfen. Ich liebe es. Ciao. Ich liebe es, genieße es für mich. Oh mein Gott. Ist gleich am Mode. Hol ein Eis an die Ecke. Ich hol gleich ein Eis. Bald sind wir wieder zusammen hier. Liebe dich, bis später. Ciao. Ciao, Amore. Ich musste meine Frau kurz anrufen. Wir haben hier wirklich besondere Momente erlebt. Als wir zusammenkamen 2004, im April, waren wir 4-5 Monate danach, im August oder September, hier in Rom im Urlaub. Und es war das erste Mal, dass Giannaina in Italien war. Und sie hat Rom geliebt. Es war für sie wie eine neue Liebe. So wie ich damals, kam noch Rom dazu. Und wir saßen auf dieser Treppe und es gab einen Sänger, der mit einer Gitarre hier abends rumlief, ein Italo-Brasilianer. Es konnte nicht besser passen. Er sang Liebeslieder aus Italien und aus Brasilien. Und wir saßen stundenlang hier, sind danach noch rübergelaufen zu einem Eiscafé, haben noch ein Eis geholt. Und ich glaube, dass das auch wichtig, eine wichtige Etappe war in unserer Liebe. Das hat uns noch stärker und noch fester gemacht. Und ich wollte sie an diesen Moment kurz erinnern, deswegen habe ich sie angerufen. Es ist so einen Moment zu teilen mit meiner Frau, das ist, da kommt mir direkt ganz, ganz viel Wärme ins Herz. Und dafür leben wir. Also, ich habe mich in Giovanni verliebt, weil ich sofort gesehen habe, dass Giovanni ein Familienmensch ist. Der ist sehr menschlich, der hat ein Riesenherz. Aber vor allem, Giovanni ist bodenständig. Egal, was passiert ist, als er bei Broses war, von 0 auf 100, Giovanni hat seine Bodenständigkeit nie verloren. Und er ist sehr dankbar für alles, was er hat. Man ist immer ein bisschen aufgeregt. Es gibt
gibt immer Lampenfieber, egal ob es eben ein Shooting ist oder ein Auftritt. Also ich kann mich erinnern, als kleiner Junge schon, oder meine Mama und mein Papa, die haben es natürlich auch dokumentiert mit vielen Fotos und alten Videos, dass ich es immer schon gemocht habe, aufzutreten. Also ich wollte bei Geburtstagen früher oder bei Hochzeiten, wollte ich immer schon auf die Bühne und wollte dann als Geschenk zum Beispiel für das Brautpaar, wollte ich dann ein Lied singen oder tanzen. Also ich habe auch unglaublich gern getanzt zu der Zeit schon als kleiner Junge, und das war tatsächlich eine Sache, die mir immer unglaublich Spaß gemacht hat. Giovanni, als Kind, war sehr, sehr lieb. Und war auch sehr lebhaft. Sehr lebhaft. Wenn wir mittags auch gegessen haben und da kam Michael Jackson im Fernsehen, da ist er ausgerastet. Da ist er runter und hat angefangen tanzen und tun. Das hat er geliebt. Ich hatte auch diesen, natürlich, ich erinnere mich da total zurück, als wenn es heute wäre, diese Aufregung, dieses, oh Gott, vielleicht mache ich es lieber doch nicht. Aber dann hat es mich dann doch so einen Adrenalinschub mir gegeben, dann das doch zu machen. Weil ich konnte mich ja damals auch dahinter verstecken, dass es ja noch, ach, der Junge ist ja süß, dass er das macht und so. Ich dachte, komm, so hoch ist die Fallhöhe nicht. Also du kannst auch nicht so viel falsch machen. Aber ich hatte schon immer den Drang, auf die Bühne zu gehen. Ich bin schon selbstkritisch, aber wenn ich eben zum Fotografen schaue und zum Team und sehe, dass die mit einem breiten Grinsen auf die Fotos schauen, das reicht mir schon. Es fühlt sich für mich nicht nach Arbeit an. Egal, ob ich vor der Kamera stehe oder ob ich eben im Tonstudio arbeite, an Songs. Ja, ich habe zu Hause mein wundervolles Umfeld mit meiner Frau und den Kindern, die ich über alles liebe. Aber auch wenn ich dann aus der Tür rausgehe, eben zu meinem Job, fühlt sich das da genauso schön an. Es ist für mich auch ein bisschen wie zu einer zweiten Familie kommen, nämlich zu der Familie, wo ich machen darf, was ich liebe. Also eigentlich war das bei uns gar keine nicht. Liebe auf den ersten Blick. Es ist lustig, weil wir haben uns bei einer TV-Show gesehen, als er noch bei Broses war, und gar nichts. Also wir haben uns nicht wirklich füreinander interessiert. Und lustigerweise Ross, der damals auch in seiner Band war, der sagte immer zu Gio, Janaina, die ist eigentlich ein gutes Mädchen für dich. Ich muss euch zusammenbringen. Und irgendwann ist es einfach so passiert. Aber nicht, dass wir wirklich dafür gekämpft haben oder erhofft haben. Es ist wirklich passiert in dem Moment, wo keiner von uns auf der Suche war nach der großen Liebe. Es hat sich ergeben. Ja. Und es war ein sehr glücklicher Zufall, muss ich sagen, dass unser Leben verändert hat. Wahnsinn, oder? Ja, wirklich. Ich glaube auch, dass, wenn man uns gefragt hätte zu der Zeit, was denkt ihr, wer könnte denn euer Mann oder eure Frau fürs Leben sein? Da hätten wir, glaube ich, beide nicht innerhalb der ersten 10, 15, 20 Namen den Namen des anderen gesagt. Und auf einmal ist man 17 Jahre verheiratet bald und hat zwei Kinder und kann sich das Leben ohne den anderen gar nicht mehr vorstellen. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Wir haben uns ja kennengelernt, Janaina und ich, letztendlich in einer Zeit, in der ja der Broses-Stern schon am Untergehen war. Und da haben wir uns gegenseitig einfach viel Kraft und Halt gegeben. Und Janainas Stern war noch gar nicht so richtig aufgegangen in Deutschland. Also wir haben das ist gesund zusammengewachsen. Und wir haben dann gemeinsam als Zarellas, als Team Zarella, wie wir immer sagen, versucht, uns unsere Ideale und unsere Art und Weise zu sein, auch einfach in den Medien einfach auch zu leben. Und haben auch schon schwere Zeiten durchgemacht. Ich glaube, das wissen wir beide selbst am besten. Und wir waren aber in diesen Zeiten nicht unglücklicher. Phänomenal. Und ich muss zugeben, ich freue mich darüber. Ich meine, der Song ist ein bisschen dramatisch
von der Melodie her und groß angelegt und Giovanni singt das hervorragend und mit seiner Frau zusammen. Symbolisiert er den Inhalt ja noch viel stärker, als wenn man den alleine singen würde. Ja, die beiden machen das sehr, sehr gekonnt. Und es klingt auch fantastisch. Ja. Also, ich hätte nichts dagegen, irgendwann mal wieder so ein Lied zu schreiben. Man kann so etwas nur nicht auf Bestellung machen. Ich wollte was machen, was zeigt, was ich bin. Ich bin ein Italo-Deutscher. Ich bin Sohn italienischer Zuwanderer, bin aber mit diesen beiden Kulturen groß geworden, mit Italien und Deutschland, die mich geprägt haben, mich ausgemacht haben. Und das wollte ich auf dem Album bringen. Ich wusste nur noch nicht wie. Und irgendwann, nachdem wir viele Sachen durchdacht haben, irgendwann kamen wir an den Punkt, Christian, mein Produzent und ich, dass wir gesagt haben, warum machen wir denn nicht große deutsche Hits auf Italienisch? Lass uns das mal probieren. Und dann habe ich was angesungen und wir hatten direkt so ein Gefühl von, ich hatte wirklich direkt eine Gänsehaut und dachte, oh mein Gott, das könnte wirklich was Neues sein, was anderes, eine Innovation fast schon. Und der Christian Geller, mein Produzent, hat gesagt, wenn du diesen Song singst, im Refrain werden dir alle darauf antworten, obwohl sie ihn nicht kennen. Und jetzt bin ich gespannt, ob es stimmt. Dammi ancora una notte, sei bella. Bella, bella, bella. Donna, tu mi fai impazzire così. Dai su, fammi sentire forte il tuo amore. Ich habe die Texte alle selbst geschrieben. Ich habe mir den Song vorgenommen, die deutsche Originalfassung, und habe die Grundaussage des Songs gesucht und habe darum dann einen neuen Text geschrieben auf Italienisch. Ich habe nicht einfach nur eine 1:1 Übersetzung gemacht. Ich wollte wirklich immer wieder einen neuen Song schreiben, der aber denselben Sinn wiedergibt, den schon der Originalinterpret vorhatte. Das wäre ein Traum, einmal im Kolosseum zu singen, mit vollen Zuschauerrängen. Hier und da hat mal was stattgefunden, hier Events, aber ganz, ganz selten und nur für besondere Anlässe. Aber in meiner Heimatstadt in Rom, wo Papa herkommt, einmal ein Konzert im Kolosseum, würde ich sofort unterschreiben. Grazie, ragazzi. Macht immer das, was euch glücklich macht im Leben. Passt aufeinander auf, seid gut zueinander. Ciao, ragazzi. Grazie mille. Grazie di cuore. Ich nehme euch alle mit. Grazie. Natürlich hat Giovanni auch Marken. Wart mal, bis ich mit deinen anfange. Ja, ja, ja. Giovanni. Was? Hört von 24 Stunden am Tag gefüllte 12 Stunden italienisches Fußballradio. Dinge sind Calcio, Calcio, la Roma, ja, Forza Roma, ja, Totti, Totti, Calcio, Calcio. Den ganzen Tag. Oh, das macht alle verrückt. Hör auf. Er
hat immer fleißig geholfen. Ja, die Telefonrechnung war zu hoch immer. Da musste er spülen. Ja. Aber er war raffiniert. Er hat nur die Teller gespült und die Besteck hat er versteckt. Besteck. Der war. Und ich habe keine Bestecke mehr gefunden in meiner Schublade. Wo sind die Besteck? Hat er unter der Geschirrspülmaschine. Ja. Dann gedacht, die kannst du selber machen. Das ist viel Arbeit, die Bestecke, ne? Polieren. Hey, Giovanni, Giovanni.